Situation sehr deutlich zu sehen. Das Auto von Sascha Belt rollt an. Frühstarts, es gibt eine Zeitstrafe. Ralf Druckenmüller, der liegt in Führung, bereits mit großem Abstand. Er hatte ja auch in Spa bis zum Abbruch in der zweiten Runde das Feld der Formel Renault angeführt. Er ist der Einzige im Feld mit einem Ermolli-Chassis. Ein Chassis, das aus Italien kommt, fährt für das Team Target, eine Mannschaft mit einem sehr, sehr kleinen Budget. Mittlerweile hat Regen eingesetzt, knapp zur Rennhälfte. Und trotz allem sind die jungen Buben aus dem U24-Kader teilweise erst 16 Jahre alt gut dabei. Gibt es halt einen Dreher vom Kollegen Mutsch, aber trotzdem eine blendende Vorstellung sei den jungen Leuten hier in Zolder bescheinigt. Es sind ja ihre ersten Gehversuche im Motorsport. Scheider ist jetzt bester U24-Mann, vorbeigegangen an Anthony Kumpel. Und die Bedingungen, sie wurden immer schwieriger. Nächster Opfer, die 61, Claudio Nellison. Und sein weiterer Dreher, diesmal die 52, Jörg Schramm, Bernhard Scheuner mit der 44, wollte noch ausweichen, aber das Ganze endet ebenfalls in einem Dreher. Als der Regen immer stärker wird, hat die Rennleitung dann ein Erbarmen, rote Flagge, Rennabbruch. Dahinter übrigens noch Marco Dauser mit der Startnummer 3, ein 19-jähriger Schüler aus Hamburg, der aus der Formel Ford kommt. Und weiter gehen die Angriffe des Andreas Schell. Er versucht es sogar außen herum im Castrol. Er ist eine vollkommen ungewöhnliche Linie und er übernimmt erst die beiden Teamkollegen, die 14, Ralf Trockenmüller, er führt die 49, Timo Scheider, gehört zu den Spitzenpiloten in der 1,8 Liter, der B-Wertung, der 16-jährige Schüler, trotz Problemen am Auto. Er war einem Konkurrenten ins Heck hineingekracht. Und das ist die Spitzengruppe in der B-Wertung mit der 48. Anthony Kumpen, eigentlich in Belgien geboren, aber mittlerweile in Frankfurt lebend. Dahinter Thomas Mutsch, 16-jähriger Schüler aus Bitburg in der Eifel, der die Führung in der 1,8 Liter Sonderwertung übernimmt. Das sind die Vorjahresautos, rund 25 PS weniger Leistung. Aber ganz, ganz starke Vorstellungen sieht man dort in diesem Jahr von den oftmals erst 16-Jährigen. Probleme bei Anthony Kumpen, die 54, sein Landsmann Jeffrey van Hooydonk, auch erst 17 Jahre alt, ein absoluter Neuling in der Motorsportszene, versuchte das auszunutzen, muss aber erst einmal zurückstecken und dahinter mit der 49 Timo Scheider. 16, 17 Jahre sind sie alt, die führenden.